So, hallo. Ich freue mich, dass ich heute wieder mit euch zusammen strömen darf und möchte heute über die Leberenergie sprechen. Die Leberenergie, die auch mit der Frühlingsenergie zu tun hat, die wir ja vielleicht gar nicht so leben konnten, weil wir eingesperrt waren. Denn Frühlingsenergie bedeutet Ausdehnung, bedeutet im Grunde so wie das neue Wachstum, eine Idee haben, eine Vision haben von dem neuen Tag, von dem neuen Jahr. Alles wacht auf, ganz zart. Und der erste Schritt des Leberstroms ist Energieschloss Nummer 4 an der Schädelbasis hinten, da wo der Schädel übergeht in den Nacken. Ich zeige euch nachher gleich ein Bildlein. Hier, Moment, hier wohnt Energieschloss Nummer 4. Und die 4, die ist eben auch ganz wichtig für die Klarheit im Kopf, für die Visionen, die wir haben von unserem Leben. Für das Eintreten der Energie, die 4 ist nämlich sowas wie eine Brücke von der kosmischen Energie hinein in den Körper. In der Numerologie bedeutet die 4, das ist die Zahl für die Form, das ist die Zahl, die uns ja manifestiert. Und durch die 4 wird der Atem manifestiert. Der zweite Schritt ist die 22. Unterm Schlüsselbein vorne. Ich halte also jetzt mit meiner linken Hand die linke 4 und mit der rechten Hand bin ich an der rechten 22. Da habe ich auch ein Bild, damit ihr seht, wo die 22 liegt. Sicherheitsenergieschloss 22 unterm Schlüsselbein. Diese Kombination, die 4 und die 22, das ist der erste Schritt des Leberstroms. Im Jin-Jin-Jitsu, da sprechen wir ja auch so ein ganz klein bisschen über die Numerologie. Und 22 addiert sich hier zu einer 4, die 2 und die 2. Also es geht ganz stark um das Manifestieren, um das Hereinkommen der Energie, um den Lebensatem, der in den Körper eintritt und uns belebt und uns Kraft gibt. Wenn die Babys auf die Welt kommen, dann hält die Mutter das Kind am Kopf an der Vier, weil die können ja ihr Köpfchen noch nicht halten und die Mutter unterstützt es an der 4 und es hilft, dass die Kinder ankommen in der Welt, dass die Kinder sich manifestieren und ankommen. Die 4 bedeutet auch webende Prinzessin. Das heißt, sie hilft, die Energie auszugleichen im Körper. Sie webt zwischen von rechts nach links und von links nach rechts und verbindet beide Gehirnhälften, sodass wir klar denken können, dass wir ein klares Bewusstsein haben. Gleichzeitig alles, was im Kopf stattfindet, Kopfschmerzen. Die 4 ist aber auch gut, wenn ich zu viele Gedanken im Kopf habe und vielleicht deshalb nicht einschlafen kann. Da versperrt sie mir den Blick ins Unbewusste, verhindert, dass ich eben wieder über diese Brücke gehe. Im Schlafen gehen wir ja auch in einen Zustand, in dem unsere Seele mehr oder weniger vielleicht den Körper verlässt und erst auf Reisen geht. Und da muss, ja, die muss da auch durch die 4 wieder raus und durch die 4 wieder rein. So stelle ich mir das vor. Aber da gibt es bestimmt auch noch ein paar andere Eintrittspforten. Ja, die 4 für alles, was mit dem Kopf los ist, auch vor allem hilft sie den Augen, dass wir klar sehen, dass unsere Vorstellungskraft gestärkt wird.
Im Frühjahr, da haben wir ja die Vision von dem neuen Tag, von dem neuen Jahr. Alles ist ganz zart und weich und wacht auf. Und das sind Eigenschaften des Leberstroms. Erstmal diese Zartheit, dieses Weiche, dieses Erwachen, dieses flexibel sein. So wie der junge Spross, der sich im Wind bewegt, der eben nicht gleich bricht, sondern elastisch ist, sich biegen kann, der auch zum Beispiel einem Baum aus dem Weg gehen kann, der nach dem Licht strebt, der sich sogar manchmal ja um Beton oder um einen Felsen herumwindet. Die Leute, die einen Garten haben oder viel in der Natur sind, die wissen das, wie die Pflanzen praktisch zum Licht streben. Das ist unsere Vier, das ist unsere Leberenergie, zielgerichtet. Sie möchte zum Licht, aber wenn ein Hindernis kommt, dann biegt sie sich, dann beugt sie sich. Und diese Energie ist unseren Sehnen und Bändern zugeordnet. Ja? Die Elastizität unserer Bänder, unserer Sehnen. Das heißt also, wann immer wir steif werden, unbeweglich werden, sowohl im Körper als auch im Geiste, dann müssen wir an die Leberenergie denken. Wenn wir morgens aufwachen und das Gefühl haben, oh, jetzt tut mir alles weh, ich bin ganz steif, ich bin ganz unbeweglich. Und man denkt, oh, jetzt werde ich alt. Das hat teilweise mit der Leberenergie zu tun. Nicht nur, aber ein großer Teil. Auch die Nierenenergie ist hier involviert und die Milz. Ja, also beweglich bleiben, auch geistig beweglich bleiben. Ideen haben, eine Vision vom Leben haben. Dann hat die Leberenergie auch noch den Aspekt der Zündkraft, des Planens und dieser Jetztkraft. Jetzt beginne ich mit dem Projekt. Jetzt fange ich das Neue an. Ja, Menschen, die innovativ sind, die große Zündkraft haben, die Schaffenskraft. Ja, die Leberenergie hat mit unserer kreativen Schaffenskraft zu tun. Die möchte sich ausdrücken. Ja, bis hin in die Ekstase gehen. Und wenn ich nicht krieg, was ich will und wenn ich mich nicht ausdehnen kann, so wie ich will, dann beginnt alles zu stagnieren. Und ja, wir entwickeln vielleicht Wut, Ärger. Zuerst unterdrücken wir die Dinge. Das geht dann vielleicht in die Frustration, in die Depression. Ja, wenn wir uns ständig unterdrücken müssen, wenn wir ständig uns nicht ausdrücken dürfen. Oftmals suchen wir uns ja dann auch den entsprechenden Partner vielleicht oder die entsprechende Umgebung, den entsprechenden Arbeitsplatz, der uns vielleicht unterdrückt. Und dann erscheint, dann kommt es raus im Wutausbruch, ja, in der Rage. In dem extremen Zorn, das alles ist auch der Leber zugeordnet. Eifersucht und Gefühle von Neid und Wetteifern, Konkurrenz, all das wären negative Gefühle. Das Positive aber ist so unsere Schaffenskraft, unsere Lebenskraft, ja, die Leber hat mit unserer Lebenskraft zu tun, mit unserem Leben, mit dem Ausdruck, dem kreativen Ausdruck. Die 22 bedeutet vollständig. Sie fördert unsere Wahrnehmung,
und hilft, dass wir alte Glaubenssätze aufgeben, dass wir mal loslassen können. All diese Dinge, die wir glauben, nee, das kann ich doch nicht machen. Nein, das geht doch nicht. Das kann ich doch nicht anziehen. Wie sieht denn das aus? Ja, was denken denn da die Leute, wenn ich das mache? All diese Dinge hilft, die 22 aufzulösen. Und sie hilft mir, mich anzupassen an das, was ist. 22 sagt, ich bin glücklich, wo immer ich bin. Und wenn ich etwas nicht ändern kann, dann versuche ich mich anzupassen und trotzdem glücklich zu sein. Hier bei der 22 lösen wir auch den Lymphstau. Hier fließt die Lymphe in unser Venensystem hinein, ist also ganz wichtig für unsere Abwehr, für das Immunsystem. 22 löst Ängste, tiefsitzende Ängste, auch Panikattacken und hilft Menschen, die Platzangst haben, Angst in engen Räumen, Angst vorm Fliegen. Auf der körperlichen Ebene harmonisieren wir hier auch die Schilddrüse und die Nebenschilddrüse. Und die Schilddrüse hat mit unserem Stoffwechsel zu tun. Sie reguliert den Kalziumhaushalt. Der nächste Schritt, den wir jetzt strömen wollen gemeinsam, ist die 14. Die 14 liegt unterm Rippenbogen. Ja, vielleicht mache ich da mal so kurz. Ja. Unterm Rippenbogen, unter dem untersten Rippenbogen. Da, wo die Magengrube ist, und dann geht ihr nach rechts unter den Rippenbogen. Ich zeige euch ein Bild. Moment. Ei, ei. Start. So. Wir halten also die 4, eine Hand ist weiterhin an der 4 und die andere Hand geht an die 14. Das sind hier Bilder aus meinem Buch, Die Kunst der Selbstheilung durch Auflegen der Hände. Das zeige ich euch nachher mal, vielleicht den Titel noch mal genauer. Und die gleichen Bilder sind auch in meinem Kartenset zu finden. Genau. Jetzt kommen wir wieder zurück. Das ist das Buch Jinshin Jitsu, die Kunst der Selbstheilung durch Auflegen der Hände beim Irisiana Verlag erschienen. Oder auch das Kartenset. Moment, ja. Das spiegelt, genau. Auch beim Irisiana Verlag erhältlich. Und das sind dann solche Karten. Das ist jetzt zum Beispiel die 4. Ja, mit denen man auch ganz spielerisch umgehen kann. Dass ich eine Karte für den Tag ziehen kann. So, die 4, wir bleiben ständig an der 4 und öffnen die Fenster. 4 bedeutet Fenster, die Luft hereinlassen und Lebensatem.
die Licht hereinlassen und Wissen, die uns anbinden an die kosmische Allheit, an die kosmische Einheit, die webende Prinzessin, die die Energie verteilt im Körper und rechte und linke Gehirnhälfte miteinander verbindet. Das ist zum Beispiel dann ein ganz gutes Energieschloss für Menschen mit Legasthenie oder mit Schwierigkeiten und Verwechseln von Zahlen und von Farben und ja, Koordination. Und zusammen mit der 14 hilft sie und stärkt das Solarplexus und das Zwerchfell. Durch die 4 empfangen wir den Lebensatem. Und sie stärkt den Atem, der jetzt absteigt bis in die Mitte des Körpers, bis ins Zwerchfell hinein. Die 14 bringt Gleichgewicht, die Fähigkeit, mich selber zu nähren und auch andere zu nähren. Auch hier im Bauch, all diese Gefühle, die hier präsent sind, werden harmonisiert mit der 14. Da entsteht auch die Angst oder die Wut. Oder die Sorge. Die 14 kräftigt unsere Mitte und hilft unserem Selbstbewusstsein. Wenn ich eine starke Mitte habe, dann kann ich überall in der Welt leben. Dann macht es mir nichts aus, wenn ich mal umziehen muss oder wenn ich viel auf Reisen bin. Dann fühle ich mich in mir zu Hause, in mir selber zu Hause sein. Da sind meine Wurzeln. In meiner Mitte ist mein Zuhause. Das ist auch die Fähigkeit, mich zu nähren, ja, ich stelle mir da diesen lachenden Buddha vor, gut genährt, freundlich, Mitgefühl empfindend und natürlich auch hilft es allen Bauchschmerzen und allen Verdauungsbeschwerden. Der Leberstrom geht weiter und wir machen jetzt noch einen Schritt des Leberstroms und das ist die 1. Die 1 und zwar jetzt die gegenüberliegende. Ich bin jetzt mit der rechten Hand an der linken 1 und die 1 bringt die Energie nach unten. Das ist der sogenannte Urbeweger. Ich bringe hier gerade mal wieder ein kleines Bildchen. So, an der Innenseite des Knies, diese Dame hält gleichzeitig die 2 mit der anderen Hand, aber mir geht es hauptsächlich darum, dass ihr seht, wo die 1 liegt, weil man das jetzt nicht so deutlich vielleicht bei mir sehen kann. Und dann gehen wir wieder zurück. Ja. Man kann sich dann so ganz gemütlich hinsetzen mit einfach mit dem Knie oder mit dem Fuß auf dem Stuhl her. Und so kann ich mich ganz bequem in die 4 hineinlegen und die 1 halten. Die 1 bringt die Energie nach unten.
Sie hilft auch nochmal ausatmen. Hilft auch, dass der Kopf frei wird, der Hals, der Brustkorb. Die Atmung wird frei. Aber auch allen Bauchgeschichten. Ja, die 1 ist auch ein gutes Energieschloss für Babys, die jetzt zum Beispiel nicht richtig schlucken oder ständig wieder die Milch ausspucken, zu viel aufstoßen. Die 1 bringt es nach unten. Jetzt wechseln wir zur anderen Seite und da halte ich jetzt mit der rechten Hand die rechte 4. Man kann übrigens auch beide Vieren halten. Im Liegen ist es zum Beispiel gut, ja, wenn man nicht einschlafen kann, dann legt man sich einfach mal so in die, ja, in die Hände hinein. Das beruhigt das Gedankenkarussell und hilft, dass wir hinübergehen in den anderen Bewusstseinszustand, in den Schlaf, in das Schlafbewusstsein. Und gleichzeitig hilft uns die 4 auch beim Aufwachen, dass wir wieder klar werden im Kopf, dass wir sehen, unsere Augen werden klar. Das ist übrigens auch ein guter Griff, diese beiden für alle Augengeschichten. Die 22 ist auch noch ganz wichtig, um vorzubeugen, vor Bluthochdruck, vor Stauungen im Kopf, Schlaganfall. Sie bringt die Energie vom Kopf herunter. Schilddrüse habe ich schon erwähnt. Auch die Nebenschilddrüse. Da reguliert die 22 auch unseren Calciumhaushalt und hilft bei Osteoporose. Gut für alle Übergänge. Für unsere Denkweise. Mary sagte mal, die Basis aller Heilung ist die Veränderung meiner Glaubenssätze, meiner Denkweise. Das, was ich glaube, was richtig ist, es hat eine große Kraft. Und da hilft uns wiederum die 4, dass wir uns öffnen und Visionen haben, neue Ideen. Ja, ich kann es auch mal anders probieren. Da gibt es vielleicht noch einen anderen Weg. Und es stärkt unsere Zündkraft und die Fähigkeit, etwas Neues zu starten, Ideen zu haben oder Ideen auch umzusetzen. Ist diese Energie der Natur im Frühjahr, der Ausdehnung. Die Freude, ja, der Enthusiasmus und impulsives Handeln. Workaholic gehört auch so ein bisschen da rein. Nicht aufhören können, bevor man am Ziel ist. Diese Art des Workaholics. Da gibt es ja mehrere Formen. Eigentlich so dieser Eustress, der, wo man sagt, das ist ein gesunder Stress. Und trotzdem muss man aufpassen, dass dieser Stress nicht zu groß wird. Weil er uns auch Energie raubt, letztendlich. So, jetzt gehen wir noch zu 14. Ich sehe gerade die Uhr.
Aber ihr könnt ja diese Strömsequenz zu Hause weitermachen und wiederholen und euch so lang, wie ihr wollt, an jedem Energieschloss aufhalten. Wir bleiben an jedem Energieschloss zwischen 2 Minuten und vielleicht 5 Minuten. Oder wenn wir spüren, wann es pulsiert, dann richten wir uns nach dem Energiepuls. Vierzehn bringt uns wieder in die Mitte, dass ich eine starke Mitte habe. Na, da wird auch das Gewicht reguliert. Aber auch diese Intuition aus dem Bauch raus, das sogenannte Bauchgehirn, das sehr wichtig ist. Der Bauch hat oft mehr Recht als der Kopf. Verdauen, Nahrung verdauen, Gedanken verdauen. Und dann gehen wir zur Eins. Ich gehe mit meiner linken Hand jetzt zur rechten Eins. Und bringt die Energie nach unten. Sie fließt dann weiter hinunter, das Bein, bis zum großen Zeh. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch am Schluss auch noch den großen Zeh halten. Ja, ich habe noch einen kleinen Spruch für den Abschluss. Moment, da muss ich wieder in die Präsentation. Albert Einstein sagt, Fantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. Und das ist jetzt eben in Bezug auf diesen Leberstrom, unsere Visionen, unsere Vorstellungskraft, unsere, ja, was wir uns vorstellen im Leben. Das wird auch manchmal Wirklichkeit. Und spirituelle Lehrer sind sich auch einig, dass wahrhaftiges Wissen niemals dem Intellekt entspringt, sondern immer der Imagination, also der Vorstellungskraft. Es entsteht dort, wo alle Grenzen aufgehoben sind, wo unser Herz offen ist und das Unmögliche möglich wird. Ja, und mit diesem Satz möchte ich mich gerne bei euch verabschieden und wünsche euch noch eine schöne Woche. Tschüss. Danke noch, Friederike, für deine Begleitung.